Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Tarot Talk, die Tarot Show mit Arjen Milo. Arjen Milo bin ich. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich lese jetzt die Karten für dich. Eine Klarheitslegung. Was ist jetzt relevant für dich? Was für Botschaften wollen dich jetzt unbedingt erreichen zu deinem höchsten Wohl? Was ist jetzt praktisch für dich zu wissen? So, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast gut hierher gefunden. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich freue mich jetzt für dich, universelle, magische Tarotbotschaften à la Milovana für dich zu lesen, zu channeln, zu empfangen, zu auszusenden. Gut, für dieses Herz, diese Seele jetzt. Was ist jetzt für dich bestimmt? Tarotbotschaft für dich. In letzter Zeit wurden wieder ein paar Fragen so zum Tarot und so gestellt. Für alle Infos zur Art und Weise, wie ich Tarot lege, wirf einen Blick in die Infobox. Und alles weitere findest du in der Infobox. Gut. Tarot jetzt für dich. Ein Spiegel, okay. Klarheitslegung jetzt für dich, okay. Kern der Sache. Die 7 Punkte, okay. Kern der Sache. Ass der Schwerter. Was ist der Ansatzpunkt? Die zwei Stäbe. Wer wartet? Warum wird gewartet? Worauf wird gewartet? Was ist so wichtig? Hier ist eine Botschaft, so. Hier ist eine Botschaft, hier ist eine Nachricht. Aus dem Geist quasi. Hier scheint Wissen zu sein. Jemand scheint etwas zu wissen. Jemand ist überzeugt von etwas. Und man möchte in die Aktion, okay? Man möchte hier durchstarten auf eine Art. So, okay. Basisstütze. Ass der Münzen. Das ist dieses Durchstarten. Das ist der Neubeginn. Was ist es für ein Anfang für dich? Es könnte für viele was so beruflich sein. Karriere, Finanzen. Es geht vielleicht um das Hab und Gut. Um irgendeine Art von frischer Neuanfang. Ein Neubeginn jetzt so. Chance, Tendenz. Rad des Schicksals. Es scheint ein krasser Neubeginn zu sein, ein großer Neubeginn. Und was ist das Problem, das gelöst wird? Was ist das Problem dabei? Der Teufel. Okay. Es scheint irgendeine Art von Abhängigkeit im Raum zu sein. Irgendeine Art von Abhängigkeit scheint zu bestehen. Oder es scheint früher das Problem gewesen zu sein. Und jetzt ist es angeblich gelöst. Der Teufel ist ins Licht gekommen. Hier ist etwas durch die Inkarnation jetzt gelöst. Jemand scheint etwas sehr Großes gelernt zu haben, immer noch zu lernen. Und eine bestimmte Mission in Bezug auf sich selbst scheint verwirklicht worden zu sein. Was ist der Wunsch, der in Erfüllung geht? Prinzessin der Stäbe. Ein Projekt, es kann ein Projekt sein, es ist an sich die Energie, der Wunsch, der in Erfüllung geht, mich leicht zu fühlen, mich frisch zu fühlen, mit dem Feuer, das ich habe, mit dem Feuer, das ich im Moment habe, mit all dem, was ich empfinde, irgendwie direkt einen kreativen Output zu finden zu haben. Meine Energie so rechtsgemäß, meine Energie mir entsprechend im Einklang mit allem, wovon ich überzeugt bin, im Einklang mit allem, was ich auch noch für die Zukunft möchte und was ich für mein Jetzt möchte und im Glauben an alles und all die Seiten von mir selbst
die lange im Schatten waren oder die mir lange schwer fielen zu akzeptieren. Das scheint jetzt hier alles so leicht irgendwie neu. Der Wunsch scheint zu sein, das neu leicht in Fluss zu bringen, okay? Ansatzpunkt hier zwei Stäbe, es wird auf etwas gewartet. Man braucht auf eine Art vielleicht einen Go, ein Zeichen, okay? Was ist die neue Erkenntnis? Ach, der Schwerter. Der einzige Grund, der Gehängte. Fische-Energie, Stark- und Steinbock-Energie, okay? Könnte eine Merkur-Verbindung sein, Venus-Verbindung, etwas mit der Liebe. Für einige auch Familie und so Lösung. Irgendeine Art von Konflikt mit dem Teufel. Scheint auch in der Vergangenheit eine Rolle gespielt zu haben. Mit den 8 Schwertern ist das Einzige so, was einen jetzt noch zurückhält, die Angst. Und diese Angst zu durchbrechen ist, erfordert alles. Diese Angst zu durchbrechen erfordert alles. Und mit der neuen Erkenntnis scheint jetzt neues Wissen darüber gefunden oder erkannt worden zu sein, dass hier eine bestimmte Hürde längst überwunden ist und der Raum, der jetzt besteht zwischen der Energie, die du noch willst, weil hier ist etwas mit dem Rad des Schicksals in der Chance, man hofft noch auf etwas, etwas ergibt sich noch, etwas ist noch in einer anderen Macht oder in einer anderen Verantwortung, was außerhalb deiner eigenen Kraft liegt. Und hier scheint so ein bisschen jetzt neu erkannt worden zu sein, wo und wie die eigene Kraft und die Sache, von der man hier so auch überzeugt ist, im Kern der Sache mit dem Ast der Schwerter, jetzt neu gelebt und auch neu herangegangen wird, okay? Dass man hier nicht länger mit etwas warten muss und dass man vielleicht auch sieht, wofür so lange Zeit genommen wurde, warum die wirklich so wichtig ist und was sich in der Zeit wirklich entwickelt hat. Und hier ist auch noch so ein Aspekt von der Relativität der Zeit, die jetzt für dich speziell durchkommt. Und damit ist eine bestimmte Botschaft verbunden in Bezug auf eine Bestätigung, die du von außen gebraucht hast, hier in der Energie mit den 8 Schwertern, im Geist so gefangen oder gefesselt zu sein, einen Ausweg so von alleine nicht zu finden. Und hier scheint jetzt eine Verbindung da zu sein, um hier vielleicht auch so ein Licht für dich zu sein oder zu scheinen, damit der Moment jetzt auch neu erkannt wird, um für dich hier das voranzubringen, was jetzt fällig ist, was hier, wofür es jetzt die Zeit ist. Okay, wir klären den Kern der Sache, das ist das Ast der Schwerter. Also wovon ist hier die Rede. Wovon ist hier die Rede mit dem Ast der Schwerter? Etwas im Blick, etwas vielleicht ein bisschen verheddert. Lange konnte man durch diese Sache nicht klar sehen. Es gab Ablenkungen und Einflüsse von außen und auch vieles, was nicht in der eigenen Macht stand und auch lange nicht in der eigenen Macht realisiert wurde. Mit dem Ast der Schwerter jetzt für dich scheint hier eine ganz klare Botschaft, ein ganz klares Licht, eine Überzeugung. Es ist eine Überzeugung, jetzt von etwas so wirklich ganz überzeugt zu sein, an etwas zu glauben und etwas dafür zu machen, um entweder etwas zu beweisen oder das Gegenteil von etwas zu beweisen. Also man möchte hier auf eine Art direkt jetzt für die Wahrheit neu einstehen, was die Wahrheit jetzt bedeutet. Die Wahrheit zwischeneinander für andere in einer Beziehung. Für die meisten ist es nicht jetzt das Thema speziell Beziehung, aber für andere ist es jetzt speziell bezogen auf die Wahrheit in Bezug auf eine Beziehung, wie wahrhaftig hier etwas ist, wie wirklich auch das ist, was bis hierher mit diesen Menschen erschaffen wurde und wie weitergegangen werden kann in der Kraft. Lebenslust und Lebensfreude. Der Anschluss dazu. Schlüssel, um diese Angst zu überwinden, neu zu sehen, wie erfüllend das wirklich ist, was Thema ist. So. Für dich jetzt auch. Dieses Thema aktuell ganz neu zu genießen und auch jetzt diesen Fluss zu erlauben. Wovon ist hier die Rede mit dem Ass der Schwerter jetzt für dich? Zeig mir das Ass der Schwerter. Zeig mir das Ass der Schwerter.
Drei der Münzen. Vier Münzen. Ideen. Ideentransformation. Die Idee, man hat die Idee für etwas gehabt, die dem Vorbereitungen sind gemacht und jetzt ist anscheinend genau dieser Punkt, wo man auf eine Art auch vor dem, auf dem Sprungbrett steht und jetzt ins kalte Wasser springen muss. Drei der Stäbe. Drei. Gespiegelte Energie. Vielleicht hier eine Verbindung zwischen Skorpion und Steinbock oder eine Entwicklung auf der Arbeit, ein Neubeginn oder auch so eine Lösung mit jemandem. Entweder im Arbeitsumfeld oder etwas, das auch gar nichts damit zu tun hat, aber sich auf eine Art irgendwie ganz bestimmt äußert. Ass der Schwerter. Die Wahrheit, von der man hier so überzeugt ist. Jemand scheint hier eine Aufgabe zu haben und scheint diese Aufgabe immer wieder zu machen. Jemand ist schon sehr gewöhnt in etwas, sehr gut in etwas und scheint erfolgreich diese eine Aufgabe, die dieser Mensch hat, einen Job, einen Beruf, eine Sache, wenn es hier eine Projektsache ist, dann hat jemand hier eine spezielle Aufgabe zugeteilt bekommen und löst die. Super gut. Drei Münzen. Und auf eine Art scheint jemand anderes diesen Menschen nicht zu mögen. So. Und das kann mit der Todenergie hier dazwischen. Es kann sein, dass es einfach hier nicht passt. Es ist eine Situation, die nicht passt, aber die will passend gemacht werden. Und hier ist schon viel Zeit und Geduld und auch Verständnis aufgebracht worden. Und es geht vielleicht jetzt ein bisschen darum, diese Situation, diese nicht passende Situation irgendwie noch zu sehen, was bringt das? Wie viel Kraft hast du da schon reingegeben? Der Tod. Neuanfänge enden. Weil das kann jetzt auch alles mit sich bringen. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass jetzt Klarheit darüber besteht. Klarheit hier auch als großer Punkt mit dem Kern der Sache. Was es ist, was jetzt gut in Fluss ist und was es ist, was jetzt keine Rolle spielt. Weil hier noch ein leichter Fluss ist für etwas, was in die Zukunft geht. Und hier in dieser Warteposition sich so ein Prozess abwickelt oder während hier gewartet wird, sich etwas in Einklang bringt oder irgendwie so einstrudelt. Inglourious Basterds, ich muss gerade an diese Szene denken, wo die Apfelstrudel essen mit so Vanille, Eis und Sahne oder so. Das ist so richtig krass gefilmt dann. Da diese Szene. Und dann essen sie diesen Apfelstrudel. Okay. Quentin Tarantino. Gut. Ass der Schwerter. Okay. Jetzt für die Aktion und die Integration, okay? Im Grunde geht es hier mit der neuen Erkenntnis um die Überwindung dieser Angst, dieser einen Angst. Der Wunsch hier, dieses Neue, dieses Frische, dieses Kleine, das Potenzial hier irgendwie zu sehen, ob aus dem Potenzial auch noch mehr werden kann. Antworten, die man jetzt möchte, die man erst in der Zukunft wirklich wissen kann. Für manche Dinge oder allgemein jetzt so die erste Verbindung oder Konfrontation damit, dass Dinge manchmal nie eine Antwort erhalten oder dass es für einiges keine Antwort gibt, so speziell. Das gelöste Problem mit dem Teufel ist hier volle Akzeptanz, Annahme und auch so eine Selbsterschaffung neu. Hier in der Kraft, um so auf eine Art diese Ketten zu lösen. Ich kläre mal den Teufel. Diese Ketten im Sinne auch von alles, was zurückhält und warum vielleicht so gewartet wurde oder worauf speziell gewartet wurde, was gebraucht wurde und was hier jetzt noch so in dieser, es passiert ja schon, es ist ja schon da, so.
Und da ist noch sowas, was irgendwie so empfangen wird oder gebraucht wird. 7 der Kelche. Hilfe bei der Auswahl. Hilfe bei der Auswahl. Der Teufel. Zeig mir den Teufel jetzt im Problem, das gelöst wird. Der Gehängte. Und der Teufel nochmal. Die gehängte Energie war auch von unten am Deck. Also geht es speziell jetzt so um die Perspektive und die Einstellung in Bezug auf etwas, was schon abgeschlossen ist und gelernt wurde. Teufel auf den Teufel. Und auch jetzt die Zeit speziell, das Jahr an sich, die Zeit jetzt des Anfangs, auch so der Neubeginnsenergie. Für einige auch der Neubeginn, der noch kommt. Jetzt dieser, so diese wechselhaftige, diese wechselartige Kraft. Noch eine für den Teufel. 6 der Stäbe. Im Stolz, im Ego. Hier ist eine sehr geerdete, ruhige Kraft. Im Vertrauen nach oben, mit einer Verbindung nach oben, jemand vertraut ganz, ganz stark nach oben. Und was hier fehlt, ist genau dasselbe starke Vertrauen nach unten. So wie unten, wie oben. Hier vertraut jemand richtig stark so nach oben mit dem Gehängten, zweimal der Teufel im Problem, das gelöst wird und dann die 6 Stäbe. Und das Problem auf eine Art scheint so hier zu sein. Das Problem scheint hier zu sein in der Art und Weise, wie eine bestimmte Beziehung immer noch gerechtfertigt wird. Und mit der ganzen Energie, die ich hier sehe, gibt es eine Menge gute Gründe. Der Gehängte, das ist das Ding, es gibt eine Menge gute Gründe, diese Beziehung auf eine Art zu rechtfertigen. Gleichzeitig geht es jetzt auch mit dem Ast der Münzenbasisstütze darum, neu zu sehen, wo und was euch verbindet. Was euch verbindet zwischeneinander. Wie stark ist der Halt? Wie stark ist der Halt? Und für einige scheint hier etwas auf die Probe gestellt worden zu sein. Rad des Schicksals. Großes und vieles, das sich jetzt verändert. Und es geht hier um eine Überwindung und um ein Öffnen. Überwindung und Öffnen. So. 8 der Schwerter, klären wir die neue Erkenntnis jetzt für dich. Um all die Punkte jetzt von dem, was sich hier gesammelt hat im Einzelnen, auf die neue Erkenntnis zu bringen, in der Lösung dieser Angst und in der Verbindung der Kraft von oben und unten, hier, wo es sich trifft, in dir, bei dir, so. Der Gehängte speziell jetzt die eigene Wahrnehmung, die eigene Perspektive auf die Situation in Licht und Liebe mit dem, wovon man so überzeugt ist, was man weiß und wie es ist, hier neu jetzt auch ganz zu teilen und zu sehen, 2 Stäbe Ansatzpunkt, jetzt bin ich bereit, jetzt ist die Zeit und jetzt ist auch der Zeitpunkt, dir zu sagen, dass hier diese Lösung sehr kraftvoll ist. Von daher verbinden wir jetzt das alles und klären diese 8 Schwerter jetzt in der neuen Erkenntnis, okay, um dieses Festgefrorene, dieses Tiefgefrorene vielleicht hier auch neu aufzutauen und mit der leichten Feuerkraft hier diesen neuen Fluss auch für dich jetzt ganz einfach zugänglich zu machen. Zeig mir die 8 Schwerter. Oh Kraft. Hier ist es wieder mit dieser Lebensfreude und einer Menge Last und auch der Überzeugungskraft.
So, zeig mir die 8 Schwerter. Neue Erkenntnis für dieses Herz, diese Seele, diesen wunderschönen Menschen. Jetzt für dich. Ritter der Münzen. Ritter der Münzen. Ritter der Münzen, so. Der Münzen, der Erde. Im Vertrauen neu den Weg. Ruhig. Stark. Selbstsicher und auch im Vertrauen mit hier so der Ritter, nicht alleine, sondern auf dem Pferd. Hier in einer so Symbiose vielleicht auch mit irgendwas. So, 2, Gerechtigkeit, die Herrscherin umgedreht, für einige auf das Rad des Schicksals. Hier noch so eine Frage von alleine sein und auch die Angst vorm alleine sein auf eine Art. Und mit der Herrscherin vielleicht auch umgedreht mit der Gerechtigkeit. Mit den 8 der Schwerter, dass etwas nie ganz gesehen werden kann. Die Angst davor, dass man etwas vielleicht nie ganz erfährt. Und jetzt ist hier ganz basic, schön, dass es jetzt in der Hälfte im Split rausgekommen ist. So, diese in der Ruhe liegt die Kraft. So, du kennst diese Wahrheit schon. Und jetzt geht es neu darauf, zu vertrauen in deine eigene Kraft hier, dich selbst neu zu sehen. Dich selbst neu zu sehen hier. Auch sehen, wie weit du es gebracht hast und hier auch neues Vertrauen in die Entscheidungen, die getroffen wurden. Weil es in der Vergangenheit, okay, jetzt, Lösung dieser Kraft für dich, Herrscherin, Gerechtigkeit und der Ritter der Münzen. Was für Früchte kann diese Idee tragen? Wie, hier wird sehr viel Acht Schwerter, die neue Erkenntnis, der Ritter der Münzen, die Gerechtigkeit und die Herrscherin umgedreht. So. Die aktive Kraft, die jetzt besteht, die Macht, die man wirklich hat und auch hier neu die Macht abgeben. Im Inneren jetzt vertrauen und abgeben, was man hier vielleicht alleine tragen wollte. Und für das, was eventuell alleine getragen werden muss, weil manche Dinge müssen alleine getragen werden, die kann niemand für einen abnehmen, neu sehen, dass man vielleicht das Ganze hier irgendwie über einen Esel packen kann. Oder ziehen kann. Also neue Perspektive hier mit dem Gehängten, den wir hatten, auf 2-mal den Teufel. Das ist schon zu Ende so. Das Rad des Schicksals dreht und wendet sich schon für dich. Und in dieser großen Drehung, in dieser großen Veränderung, während so vieles vielleicht auch vor sich geht, neu sehen, dass die Last hier, die Herrscherin umgedreht, die Last auf eine Art, die eigentlich so natürlich sein sollte, jetzt hier sich wieder natürlich anfühlen darf. Und jetzt hier auch so ein neuer Anschluss besteht und jetzt etwas wie so gesensed wird, okay, was fördernd ist im Empfinden der Liebe und der Ruhe. 8 der Schwerter in der Lösung, neue Erkenntnis. Für dich. Botschaft jetzt, deiner eigenen Kraft und der Klarheit. Du wunderschönes Herz, du wunderschöne Seele. Ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, diese Tarot-Time-Episode konnte dir ein Licht sein. Ich hoffe, ich konnte dir dienen und wir sehen uns.